willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ich befinde mich immer noch im Juni, ich will nicht sagen fast einen Monat, bevor du wieder durchdrehst, in meinem gesunden Monat, wo ich einen Monat keinen Alkohol trinke, nur Leitungswasser, mir öfters mal einen Salat mache, ne, viel Eiweiß zu mir nehme. Und ich habe letztens mal einen Salat gemacht, um zu zeigen, wie ich so Salat mache. Und dann kamen Kommentare wie vom Wuser: Junge, ich muss dir mal beibringen, wie man Essen schneidet. Das fand ich sehr lustig. Mir ist noch aufgefallen, ich habe ja im Prinzip eher eine Gurke verarbeitet und habe die einfach in Scheiben geschnitten. Und das ist immer so groß und brachial. Ich habe das seitdem anders gemacht. Ich habe meine Schneidkünste verfeinert. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was man noch machen kann, denn Pupsi hat letztens sich irgendwie so Pizzatoast gemacht, hat hier so ein Glas Bautzner Fix Tomatensoße übrig, hat gesagt, vielleicht kann ich das ja irgendwie verbrauchen. Deswegen wollte ich mir jetzt einen Salat machen mit dieser Soße. Wie das aussieht, was da reinkommt, zeigen wir euch natürlich jetzt. Ich bin's, der Audi! Dann nehmen wir natürlich erstmal wieder unser Michael Myers Messer. Und um euch zu zeigen, dass ich nicht mehr so bekloppt bin mit den Gurken, zeige ich euch, wie ich die jetzt immer schneide. Oh, geht doch ab. Normalerweise habe ich die ja so angesetzt und habe dann hier immer solche Scheiben geschnitten, was natürlich viel zu groß ist für den Salat. Deswegen machen wir das so. Das schneiden wir einmal in der Mitte durch. Und wenn wir hier die diese Gurke noch haben, schneiden wir einmal komplett durch die Mitte. Wir schneiden, da haben wir nämlich hier genauso einen Strang, wir schneiden nochmal komplett durch die Mitte. Bei der anderen auch. Dann habt ihr vier solche Streifen hier und die könnt ihr dann theoretisch schneiden. Dann ist das nämlich nur ein Viertel von dem, was wir letztes Mal hatten. Und macht sich im Salat deutlich besser, da ihr da einfach mehr, ja, keine Ahnung was habt. Ihr könnt das auf jeden Fall besser essen, weil das nicht so sperrig im Mund ist. Also immer ran an die Buletten. Jetzt muss ich aufpassen, hier hinten. Zack, ist der Finger fort. Wunderbar. Da wir die Gurke aber jetzt nicht brauchen, da wir heute keine Gurke machen, können wir die Gurken nämlich hier hinten batsch in den Abfluss werfen. So. Und konzentrieren uns heute auf was ganz anderes. Heute gibt es nämlich Tomaten. Passend zu der Tomatensoße machen wir heute mal Tomaten. Da haben wir so eine Packung Cherry-Tomaten. Da ist der Adi schon wieder am Start. Adi, beruhig dich doch. Guck doch mal, Adi, das sind Tomaten. Du magst doch gar keine Tomaten. Zumindest hast du mir noch nie gesagt, dass ich dir welche mitbringen soll. Diese könnte man so essen als Snack abends vorm Fernsehen, aber für den Salat schneide ich die jetzt immer einmal in der Mitte durch, dass wir noch zwei Hälften haben, gebe das dann in die Schüssel. Das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, wenn wir das alles hier so wegmachen wollen. Ich arbeite mich jetzt da durch. Ihr wisst ja Bescheid. Immer zwei Hälften schneiden und dann ab in die Schüssel. So, als nächstes wollen wir natürlich auch wieder eine Paprika ranmachen und ich verstehe immer noch nicht, wie Pupsi das macht. Die schneidet immer hier so den Kopf ab, dass das Grüne hier oben weg ist und ihr habt so ein ganzes Stück von der Paprika schon für den Mülleimer. Finde ich ziemlich Verschwendung, aber sie sagt, anders kriegt man doch den Mist in der Mitte nicht raus. Ich mache es aber wie immer einmal so rundherum, dann eine Seite mit etwas Glück abziehen, dann habt ihr das Teil nämlich hier drin und könnt das einfach hier rausnehmen, ungefähr so. Jetzt habt ihr hier dieses hässliche Teil, das packen wir mal hier oben hin. Wen das Weiße stört, der kann das rausziehen. Mama sagt immer, das kannst du nicht essen, mach das raus. Wenn da noch ein paar Kerne drin sind, dann spül die halt mal kurz aus. In meinem Beispiel hier sind natürlich keine Kerne drin. So, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und da mache ich es wie immer. Eine Hälfte schneide ich in den Salat und die andere Hälfte nehme ich dann fürs Frühstück.
wenn ich mir so ein Eiweißbrot nehme und irgendwas dazu esse, dass ich ein bisschen Paprika habe, ein bisschen frisches Gemüse auch zum Frühstück. Wir schneiden hier also ein paar Streifen und das ist so saftig, das spritzt einfach alles in die Visage. So, wenn wir die Streifen haben, machen wir aus den Streifen natürlich noch Stückchen, was dann ungefähr so aussieht. Der Adi ist auch ganz begeistert dabei. Ich wusste nie, dass Paprika so gut schmeckt, weil ich nie welche gegessen habe. Deswegen alles, was Pupsi wegschmeißt, nehme ich immer und fische es wieder aus dem Müll und stecke es mir dann noch in den Mund. Ich kann und möchte einfach nichts verschwenden. Da ist also die Paprika klein geschnitten, die kommt natürlich auch in die Schüssel. So, das Glas mit dieser Tomatensoße kippen wir jetzt einfach oben drüber. Ich weiß nicht, das ist bestimmt das Ungesündeste an dem ganzen Salat. Trotzdem schmeißen wir das mal drauf. Dann machen wir weiter mit den Eiern. Eier kommen auch immer dran, wie ihr wisst. Das sieht komisch aus, es sind irgendwie irgendwelche Haare dran. Egal. Wir bröseln das Ei auseinander, packen die Schalen gleich mal hier in diese blöde Packung. Das landet dann im gelben Sack, das fällt eh nicht auf. Haha, das wird keiner mitkriegen. Ob das jetzt wirklich so ist, wie ich das sage, oder das nur fürs Video so sage, das kann man ja auch nicht rausfinden. Ich könnte auch sonst was sagen, also nee, im Endeffekt kontrollieren sie meinen Müll und dann finden sie noch eine vergammelte Leiche. Deswegen passt immer auf, was ihr im Internet von euch gebt, verratet nicht zu viel. Lasst sie suchen. Adi. Der Adi frisst die Gurken. Was ist mit ihm? Frisst eure Katze auch Gurken, ja? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir müssen das Ei auf jeden Fall noch weiter schälen. Ich habe beim letzten Mal habe ich auch so einen Tomatensalat gemacht. Deswegen hat die Hälfte von dem Glas schon gefehlt. Da frage ich mich natürlich, was hat Pupsi überhaupt mit der Tomatensoße gemacht, wenn das Glas im Prinzip immer noch komplett voll war. Aber die hat wahrscheinlich nur ganz zart ihren Boden bestrichen von ihren Toasts und den Rest hätte sie wieder weggeschmissen. So ein ganzes Glas, das ist so traurig. Aber ich habe ja letztens schon einmal so einen Tomatensalat davon gemacht. Der hat zwar ziemlich gewöhnungsbedürftig geschmeckt, aber nach einer Zeit, wenn der ein bisschen zieht, ein bisschen gestanden hat, ist das auf jeden Fall besser. Jetzt können wir noch hier die Eier schneiden, auch einmal in der Mitte durch und dann hier im Prinzip wie Streifen, das ist eh alles zerdrückt und zermatscht, also schön ist anders, wie gesagt, das nehmen wir auch nochmal, einmal hier in der Mitte und dann wieder hier diese notdürftigen Streifen, gleich ist der Finger weg, oh mein Gott, das kommt auch in die Schüssel jetzt. Da fehlt eigentlich nur noch Käse und Thunfisch. Wir haben jetzt hier wieder diesen Hirtenkäse, was ich eben nicht verstehe, weil letztens, wie gesagt, stand noch da, ja, Balkankäse. Und jetzt heißt er plötzlich Hirtenkäse nach Balkanart. In Salzlake gereift. Ich habe auch den vom Kaufland mal probiert, den mit weniger Fett. Ich habe den normalen vom Kaufland probiert, also da könnt ihr ruhig immer mal verschiedene Sachen testen, schauen, was euch besser gefällt, was euch besser schmeckt. Die Salzlake müssten wir eigentlich mitnehmen für den nächsten Gurkensalat, denn da ist ja schon die Tomatensoße drauf. Aber das gibt bestimmt eine heftige Sauerei im Kühlschrank. Wir drücken mit dem Messer hier einmal rein und das ist ja klar, dann stülpt sich die Packung runter. Und die ganze Salzlake ist an der Seite rausgelaufen. Das sieht jetzt herrlich aus. Adi, ich stell das mal hier hin. Ich hoffe, das stört dich nicht weiter, ne? Jetzt machen wir noch den Käse klein. Das haben wir ja beim letzten Mal auch. Diesmal machen wir aber solche Scheiben der Länge nach. Letztens haben wir es der Breite nach gemacht. Das war auch eigentlich sinnlos. Wir machen es also der Länge. Stellen die uns dann hin, gehen von oben drauf und haben dann so kleine Stifte sozusagen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Kleine Stiftchen. Ah, die hängt schon wieder bei den Gurken. Ich verstehe es nicht. Adi, jetzt spiel damit. Jetzt ist das Stück, was er wollte, runtergefallen. Jetzt hängt es an der Seite. Jetzt fummelt er da rum. Ja, egal. Wenn es ihm schmeckt, warum nicht? Und das ist also jetzt der Käse. Brauchen jetzt eigentlich nur noch den Thunfisch. Den können wir ja hier schön aufmachen. Wieder im eigenen Saft. Nicht den in Öl.
Von Öl kriegst du gleich wieder Bauchramses, deswegen lass das. Nimm immer den im eigenen Saft. Das packt man hier hin. Den schmeißen wir jetzt da drauf. Okay, Adi? Da freust du dich bei dem Thunfisch. Wenn er rausgeht, ja, sieht gut aus. Er geht raus. Den Rest kann der Adi vielleicht auslecken. Jetzt habt ihr hier den, die Tomatensoße, ihr habt das Ei, ihr habt die Paprika unten drunter, ihr habt alles andere. Wir müssten es noch ein bisschen rummachen. Aber vorher fehlt natürlich noch Pfeffer. Das Gute ist, da müssen wir kein Chiliöl dran machen, weil das ist ja jetzt schmierig genug. Das Chiliöl hat für mich ja nicht nur den Vorteil gehabt, dass das nochmal gewürzt ist, sondern auch, dass das nicht so trocken ist. Hier nehmen wir jetzt aber das Pfeffer auf der großen fetten Seite, hauen da mal ordentlich was drauf. So, Pfeffer hier, Pfeffer da. Im Endeffekt können wir einfach die Packung leer machen. Ist ja egal, ist eh keiner weiter hier. So, immer schön den Pfeffer drauf, dann können wir das nämlich gleich noch wegschmeißen. So sieht es also aus, wenn das Pfeffer leer ist und der Salat gesalzen ist. Würdet ihr auch solchen Salat essen? Sieht er nicht herrlich aus, ne? Als wäre gerade jemand ein Vulkansalat, Vulcano. Vulcano Tomato, so nenne ich den, genau. Hier liegt die Hälfte noch daneben. Da schlägt der Adi die Dose aus. So, der Salat ist also jetzt wirklich fertig, ist auch rumgerührt. Ich habe aber noch nicht probiert, aber egal, den werde ich mir eh komplett reinhauen. Mittlerweile denke ich, ich ernähre mich jetzt noch ungesünder als vorher. Vorher habe ich auch scharf gegessen, aber mittlerweile, seitdem ich so eher gesunde Sachen esse, esse ich so komplett scharf, dass da nicht mehr der Adi rangeht. Ihr seht hier auf jeden Fall jetzt, wie es aussieht am Ende. Ist ziemlich glibbrig und matschig, aber man erkennt die Tomaten, man erkennt die Paprika, man erkennt das Ei, man erkennt den Käse und ja, dass es alles rot ist sowieso. Also aus einem grünen Salat wird ein roter Salat, nur weil man Tomaten dran macht. Wie findet ihr das? Würdet ihr das auch mal probieren? Sieht aus wie ein Zigeunersalat. Aber das darf man ja auch wieder nicht sagen, das ist ja wieder rassistisch, es ist also ein... Alles klar, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Was machst du da schon wieder, hä? Hab nichts gemacht. Doch. Schäme dich. Tschüss.